Am Anfang des Jahres fand ich, es war eine super Idee, wenn man dann so überlegt, wie man die Saison plant und denkt, ach, musste man machen. Und so näher das Event dann rückt, denkt man, was hast du da gemacht? Ich glaube, sehr verrückt. Also, ja, macht kein normaler Mensch. Also. Ich denke, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, ich gehe jetzt auch nicht zu verkrampft dran. Schauen wir mal. Nordschleife ist natürlich schon hier und da muss man aufpassen, weil man sehr schnell wird. Hier ist schon sehr besonders und man hat hier einfach super Grip und die Kurven sind so schön groß, man kann einfach rollen lassen, also es macht richtig viel Spaß. Wir kennen die Strecke, das ist natürlich auch wichtig und dann sollte das eigentlich auch kein großes Problem sein. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auf geht's! 24 Stunden Radio-Ring 2019! 24 Stunden lang, 25 Kilometer, 550 Höhenmeter. Das geilste und härteste Radsportspektakel der Welt. Und ihr seid dabei, die nächsten 24 Stunden. Grundsätzlich ist der Plan, mal abgesehen natürlich von, sag ich mal, kurzen Pausen, wo man eine Flasche auffüllt oder das Licht ans Rad baut, durchzufahren. Also wenn es super läuft, werden das am Ende, sage ich mal, ja, so 22 Stunden wahrscheinlich sein. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sein eigenes Tempo fährt. Ich meine, das Rennen geht lang und man muss oft regelmäßig wieder aufs Rad steigen. Und wenn man dann am Anfang schon zu viel Kraft verliert, könnte das nach hinten raus ein Problem werden. Deswegen, man sollte sein Tempo fahren und natürlich auch gut vorbereitet sein, aber dann ist das eigentlich alles eine super Sache. Ja, es war am Nieseln, die Strecke war nass und leider war ich die ganze Zeit allein. Also von daher. Ja, wie gesagt, also die Abfahrten sind schon noch sehr nass, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt anfängt, dass sie halt trocken werden, dann lässt sich auch wieder ein bisschen besser fahren. Beim Fahren merkt man es nicht so, deshalb in der Abfahrt ein bisschen blöd, weil man da doch deutlich vorsichtiger bremsen muss durch den Gummibelag der Autos. Ist das total schwierig. Kann man bergauf zwar gasen, aber bergab. Grundsätzlich, wenn man ein bisschen Gespür dafür hat, dann ist das in Ordnung. Nein, die machen weiter. Das ist sehr zufriedenstellend. Wir haben eine halbe Stunde Abstand zum zweiten Platz. Ja, läuft ganz gut. Jetzt darf keiner stürzen und dann wäre das wunderbar. Vielleicht gehe ich mal ein bisschen schlafen. Erst essen, dann schlafen. Nee, erst umziehen. Dann essen, dann schlafen und dann Physio. Physio. Durch die Haltung, die man halt auf dem Rad hat, ist es ganz häufig, dass die Leute hier mit Leistenschmerzen kommen. Ja? Oder immer vorgebeugte Haltung, deshalb tut der Rücken weh oder der Schulter ist halt hochgezogen. Also ich sag mal, dass die Beschwerdebilder eigentlich alle recht ähnlich sind. Ja. Ich persönlich finde es sehr schön, im Dunkeln zu fahren. Es ist so schön leise und es ist einfach mal was anderes, ein Erlebnis. Die Strecke ist ja zum Glück sehr ebenerdig und wenig Schlaglöcher, deswegen ist es auch gar kein Problem zu fahren. Wir haben super gute Lampen. Ja, passt schon. Ich schätze jetzt mal dadurch, dass jetzt wieder anfängt zu regnen in Kombination mit dem Dunkeln, dass das dann so 2-3 Minuten wahrscheinlich kosten wird. Die Kurven kann man halt, wenn man dann die Helmlampe hat, dann leuchtet man direkt die Kurve aus, wo man hinguckt und dann ist es schon sicherer dann. War ganz okay, also hat schon Spaß gemacht im Dunkeln, aber der Nebel war nicht ohne am Anfang und ab dem Berg hat es, also ab der Hohe Acht hat es ein bisschen angefangen zu regnen und danach wurde es halt immer mehr. So vom Gefühl her, von der Kraft her, war die Runde ganz gut, aber ich habe irre viel Zeit verloren wegen den Abfahrten, weil man nichts gesehen hat. Das Vorderlicht hat halt mehr oder weniger wieder zurückgeblendet durch diesen ganzen Regen. Und wie gesagt, es waren maximal 25 Meter Sicht und deutlich langsamer deswegen. Wieder hart. Auf jeden Fall, das Wetter macht es total anstrengend. Und das war es meine letzte Runde. Ich bin mega happy, dass wir es geschafft haben und dass es alles so gut geklappt hat und sturzfrei und ja, richtig geil.
Naja, wir wissen ja, 24 Stunden sind 24 Stunden. Ne? Das hat man schon im Kopf und so entsprechend spart man sich die Kräfte auch ein bisschen. Und tatsächlich ist das tief in der Nacht. Also wenn es dann, wenn der nächste Tag wieder da ist, dann kommt der Kreislauf wieder in Schwung, da geht es eher als abends. Eigentlich bis 6, 7 Uhr ganz gut durchgekommen. War eigentlich ziemlich gut durchgekommen, hat wirklich Spaß gemacht. Aber dann war echt nach der Nacht ziemlich müde und dann die Wettervorhersage, die nächsten 5 Stunden im Regen zu fahren, das war dann etwas schwierig, muss man zugeben. Letztlich 16 gefahren, also 2 weniger als im eigentlichen Plan, aber ich dachte, dann mach die 400 Kilometer voll, dann hat man ja auch irgendwo was erreicht. War ganz gut. Glückwunsch auch an die Avia Racing 2, dem Ziel bei Avia Racing 2019. Es war hart, es war eifel, es war Nürburgring, Rad Avia 2019. Ihr seid da, wir begrüßen die Scheibe Coffee Brothers, die Steinbrennreine, wenn die Schmechtleister.